Moin Freunde, gepflegte Rockmusik. Herzlich willkommen mal wieder in meinem kleinen Rockarchiv. Ich habe heute noch etwas aus dem Bereich AOR rausgesucht. Es läuft auch ganz oft unter Rock, aber es ist eindeutig AOR. Und zwar Honeymoon Suite, eine kanadische Band. Ihr Album The Big Prize, das zweite Album von denen. Sehr, sehr, sehr gut, erfolgreich in Kanada und in den USA. Wer sich mit Filmen aus Mitte der 80er gut auskennt, vor allem diesen klassischen Teenie-Film, sei es im Horrorbereich, sei es im Coming-of-Age-Bereich oder wie auch immer man es nennen mag, da findet man immer wieder Songs im Hintergrund von AOR-Bands, unter anderem auch von denen. Ein Song hiervon fand auch in der Miami Vice-Serie mal Anklang. Den größten Hit hatten sie hier drauf mit Feel It Again. Und ein absolutes Profiteam in der Produktion. Und das macht es halt auch wieder so schwierig mit der Zuordnung. Denn mit Bob Rock, George Marino und Bruce Fairbairn hat man eigentlich Leute, die hauptsächlich im echten Hardrock-Bereich tätig waren. Und auch für einen entsprechenden Sound sorgten. Hier hat sich die Band ein bisschen durchsetzen können und ihren sehr melodischen, auch keyboardlastigen Sound mit einbringen können. Und es ist so dieser typische Mid-80er AOR-Sound entstanden. Oft kopiert, nicht erreicht. Als Gastmusiker haben wir in einem Stück noch Ian Anderson mit seiner Flöte dabei. Das ist mal eine kleine Besonderheit. Viele Bands haben halt Mitte der 80er versucht, ähnliche Musik zu machen, sind auf diesen AOR-Zug mit aufgesprungen. Viele haben es auch nicht überlebt, sag ich mal. Spätestens mit dem Beginn der Grunge-Phase, Anfang der 90er, verschwanden viele Bands immer wieder. Auch die hier hatten so zwischenzeitlich ihre Probleme, aber es gibt sie noch. Mit ein paar Umbesetzungen zwischendurch, aber im Augenblick auch aktuell wieder in der absoluten Gründungsbesetzung von Johnny D, Derry Grant, Dave Betts, Gary Lalonde und Ray Cogan. Die touren auch noch. Und ich glaube 2020 ist sogar ein neues Album rausgekommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ich hab's nicht. Wenn man was von denen braucht, dann eindeutig dieses Album. Tolle Melodien, super gespielt. Wie gesagt, die Produktion ist über jeden Zweifel erhaben. Und da hat man einfach was für die Ohren. Das ist perfekte Sommermucke. Wenn ich ein Cabrio hätte, Verdeck nach hinten, CD rein, laut aufdrehen, viel Spaß am Strand. Perfekte Sommermucke halt. Toller AOR. Und in diesem Sinne lasse ich euch da jetzt alleine mit Honeymoon Suite, The Big Prize. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, oder auch meine Kumpels, dann lasst gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Wir freuen uns. Rock on!